Alex, bist du da? Jawohl, ich hatte dich doch schon gesehen. Dann gebe ich dir mal das Mikro, Alex. Ja, hallo, schön mal wieder hier zu sein, schön mal wieder zu reden. Und ja, ich sehe viele, obwohl es kalt und windig ist. Ich möchte heute was sehr Persönliches sagen oder was euch vielleicht auch sehr nahe gehen könnte. Es geht nicht um etwas, was weit weg draußen in der Welt ist. Das sind auch wichtige Sachen, wo wir als Land uns auch einmischen. Aber es gibt auch Kriege in uns drin. Es gibt auch Kriege mit unseren Mitmenschen. Und ich möchte heute ein bisschen ans Eingemachte. Ich möchte deinen Lebensstil hinterfragen. Und ich werde aber dir auch eine Möglichkeit geben, dein Leben positiv zu verändern. Ich möchte dir eine Chance geben, die du ja hier und heute auch ergreifen kannst. Oft kam auch Kritik, ja, ihr kritisiert hier vorne immer nur, macht doch mal Lösungsvorschläge. Seitdem sind auch einige Lösungsvorschläge gekommen. Wer aufgepasst hat, Thema Ernährung, Thema Finanzen mit Bankwechseln und so weiter. Und ich gebe euch heute auch eine Lösung und ihr könnt schon mal euch innerlich darauf vorzubereiten, aktiv zu werden. Ich möchte erstmal gucken, gibt es hier irgendwo reiche Menschen? Gibt es hier Leute, die reich sind? Gibt es hier so eine Leute? Also ich sehe Leute, die schicke Autos fahren, ich sehe Leute, die schicke Kleidung anhaben, die teure Smartphones haben. Aber ich sehe irgendwie keine reichen Leute hier. Wenn ich mich so durch mein Leben bewege, wenn ich einfach meinen Alltag lebe, wo sind diese reichen Leute, die ein gesundes und friedvolles Leben führen? Wo sind diese reichen Leute, die etwas von ihrer Zeit abgeben können? Wo sind diese reichen Leute, die etwas von Liebe abgeben können? Wo sind die Leute, die Verständnis, Geduld abgeben können? Die einfach das, was sie haben, teilen können? Sind wir arm geworden? Bist du arm? Also ich möchte jetzt dir keinen Vorwurf machen. Ich kenne das ja selbst bei mir auch. Ich merke, da habe ich keine Liebe oder Zeit für meinen Bruder, für meine Familienmitglieder. Da habe ich keine Liebe für meinen Nachbarn. Da fehlt sowas Simples wie ein freundliches Hallo. Da fehlt die Barmherzigkeit mit irgendjemandem, der in die Straßenbahn einsteigt und meckert oder... da fehlt die Barmherzigkeit mit jemandem, der halt auch mal schlecht drauf ist. Ja, also ich möchte dich ermutigen, dem mal ins Auge zu gucken, dich selbst zu reflektieren jetzt und hier. Das sind Situationen in deinem Leben, da wirst du sicher was finden und wo du merkst, du bist inkompatibel geworden mit deinen Mitmenschen. Du harmonierst da nicht mehr. Und ich frage dich heute ganz konkret, stört dich das nicht? Stört es dich nicht? Stört es dich nicht, dass du da so eingefahren bist? Stört es dich nicht, dass du so wenig Liebe für deine Mitmenschen hast, dass dich so viele Dinge einfach den ganzen Tag stressen und irgendwie davon abhalten, das Wichtigste überhaupt zu tun, deinen Mitmenschen Liebe entgegenzubringen? Wenn ich mich da selbst beobachte, dann werde ich auch da traurig oder dann verzweifle ich auch mal und merke, ja, scheiße, ich bin auch schwach, ich bin jetzt sauer, ich verletze Leute, die mir am Herzen sind. Und ja, was sind die Ergebnisse? Wir haben Familien, die nicht intakt sind, wir haben Machtkämpfe mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn. Müssen wir vor Gericht ziehen, müssen wir die härtesten Geschütze auffahren unter uns. Und ich habe auch mal so einen Fakt gefunden. Ich bin eigentlich so der Faktenmensch, der sonst nicht einmal so raushaut. Dem Arzneimittelatlas zufolge, der einmal im Jahr die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Medikamente en Detail auflistet, ist der in Tagesdosen gemessene Verbrauch von Antidepressiva seit 99 um rund 80% gestiegen. Also ist dann nochmal so für Leute, die Fakten mögen. Also
es reicht eigentlich, sich umzusehen und die Leute in die Augen zu sehen, zu auch so gucken, wie die agieren, und man merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, was ist alles nötig, um es davon abzulenken? Also ich gucke auch gern mal ganz viel Serien, ich spiele ganz viel auch gern Computer, um einfach mich davon abzulenken, wer ich bin und in welcher Beziehung ich zu meinen Mitmenschen stehe. Und es gibt Leute, die kaufen einfach super gerne was ein, um sich davon abzulenken, dass sie sonst nichts haben, dass sie nichts Wertvolles haben. Dann denken sie, ja, es ist ein wertvolles Auto, ich kaufe es, aber es hat für ihn keinen Wert. Es war nie sein Traum, dieses Auto zu kaufen. Irgendwer hat ihm das eingeredet, es ist schön, ein tolles und schickes Auto zu haben, aber vielleicht wäre eine Beziehung, eine intakte Beziehung zu seinem Vater was viel Wertvolleres für ihn. Und genau. Sicher fallen dir viele Gründe ein, warum dein Leben so eingefahren ist, warum du so viel Kriege in deinem Leben hast. Und das könnte sein, zum Beispiel das System, die Gesellschaft, deine Eltern, die dich so erzogen haben, die Ungerechtigkeit hier in unserem Land, der Staat, der dir Steine in den Weg wirft. Mir fällt aber auch noch ein weiterer Grund ein, und das bist du. Du selbst und deine Lebenseinstellung. Du kannst dein Leben lang gemobbt worden sein. Du kannst misshandelt worden sein. So böse es auch klingt und so hart es auch in deinem Leben aussehen mag. Das ändert nichts daran, dass du hauptverantwortlich bist dafür, für dein Leben. Und das ist eine gute Nachricht. Das heißt, egal was um dich herum passiert, egal wer mit dir einen Krieg anfangen möchte, du kannst dich für Frieden entscheiden. Du kannst dich für Liebe entscheiden. Und das heißt, du hast es selbst in der Hand. Okay, ich möchte es nochmal auch deutlich machen. Ich möchte jetzt nicht den Moralapostel spielen. Du musst was Gutes tun. Du musst nett sein zu deinen Mitmenschen. Ja, das musst du nicht. Du musst gar nichts. Die Frage ist, ja, du hast zum Beispiel die Freiheit, dich einfach zurückzuziehen, in deine Festung, dein Leben zu leben, zurückzuschießen, auch arschig zu sein, auch ein Arschloch zu sein. Du hast diese Freiheit, du hast diese Möglichkeit. Die Frage ist, hast du die Freiheit, freundlich zu sein? Hast du die Freiheit, ehrlich zu sein? Hast du die Freiheit, liebevoll zu sein? Und ich merke da bei mir, ich komme an meine Grenzen. Ich habe nicht immer diese Freiheit und ich muss sie manchmal auch mir erkämpfen, also im Sinne von Zähne zusammenbeißen oder auch mal den Ärger einfach an mir vorbeiziehen lassen. Ich fasse das einfach nochmal zusammen. Ich habe Mangel an Liebe in meinem Leben. Daraus resultiert Passivität, Depression, Hass, was auch immer, Aggression. Ich habe den Wunsch auf Veränderung und ich hoffe, den konnte ich heute bei dir auch wecken. Den Wunsch, dein Leben liebevoller zu gestalten. Und das Problem ist jetzt diese fehlende Freiheit, das auch zu tun. Wie kommen wir an dieser Stelle weiter? Du kannst nur Dinge tun, die du selbst erfahren hast, die du verinnerlicht hast, die du kennst. Wenn du etwas Neues ausprobierst, dann brauchst du da Hilfe, jemand, der dich anleitet, der dich ermutigt. Und du brauchst auch Liebe in dir selbst. Und ich frage dich, liebst du dich selbst? Kannst du dich selbst annehmen mit deiner Armut? Wenn du siehst, dass du deinen Mitmenschen etwas Schlechtes tust, wenn du siehst, dass dein Konsum andere Menschen ausbeutet, kannst du dir da selbst vergeben? Und das ist das eigentliche Thema heute. Das war eigentlich war das alles nur die Einleitung. Es geht heute um Vergebung. Wenn du dich hart verurteilst, verurteilst du auch deine Menschen hart, deine Mitmenschen hart. Und deswegen möchte ich dir heute eine Alternative aufzeigen, dir ein Werkzeug in die Hand geben, um das zu ändern. Das ist Vergebung. Bei der Vergebung erlasse ich die Schuld des Angeklagten aus Güte bzw. Liebe, um somit ja, der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Also du entscheidest dich bewusst für die Herrschaft der Liebe im Prinzip. Du verzichtest auf dein Recht zurückzuschießen und sagst,
ich vergebe dir. Und man kann sich auch selbst vergeben. Das ist, ich glaube, das ist nochmal der Kern, dass man überhaupt Liebe auch für andere hat und anderen vergeben kann, dass man sich selbst vergibt. Ich möchte dafür nochmal ja, als Werbung machen, dass man sich, dass du merkst, dass es dir auch wichtig wird, selbst zu vergeben. Ich habe da einen Bibelvers gefunden, Lukas 7, Vers 47, und da heißt es sinngemäß, wem viel Schuld vergeben wurde, der liebt auch viel. Wenn dir jemand etwas viel schenkt, dann bist du sehr dankbar und happy. Wenn dir viel vergeben wurde und dir viel erlassen wurde, dann macht dich das glücklich und dann liebst du viel. Und ich habe zu Anfang euch eine Chance auf Veränderung versprochen, hier und jetzt. Und genau, das wollen wir einfach mal tun. Wir wollen einfach wie die stille Minute, unsere Schweigeminute, die wir hier mal haben, dass vielleicht auch nochmal jetzt hier eine Minute ruhig sein, wo du einfach in dich gehen kannst, erstmal dir bewusst machst, welche Schuld nervt dich total in deinem Leben. Hat dir jemand wehgetan oder ist es ein Fehler, ein eigener Fehler, der dich nicht loslässt? Dass du dir diesen Fehler bewusst machst. Wahrscheinlich hast du eh schon viel drüber nachgedacht, schleppst den schon vielleicht jahrelang mit dir rum. Du machst ihn dir bewusst und nimmst es an und vergibst dir selbst. Wir werden jetzt einfach diese Minute haben, ruhig sein. Wer mag, kann die Augen schließen. Fühlt euch frei, das mitzumachen, euch selbst diese Schuld zu verzeihen oder jemanden, der euch an euch schuldig geworden ist, zu verzeihen. Ja, ich finde es gut, wenn du diesen Schritt gegangen bist, wenn du einfach auch losgelassen hast, diese Schuld. Und das kann man immer wieder tun. Es kann auch sein, dass es wiederkommt, dass es sich jetzt noch nicht komplett abschütteln lassen hat. Und ich möchte noch etwas Persönliches tun. Ich weiß, dass Vergebung, dass man sich selbst vergeben kann, ist so eine psychologische Sache. Manche glauben, dass man sich das halt selbst davon befreien kann, dass man das aus sich heraus schaffen kann, dass man diesen psychologischen Effekt der Selbstvergebung, das Gewissen zu beruhigen, selbst bewerkstelligen kann. Ich persönlich, ich ganz allein persönlich, nicht diese Bewegung, ich glaube, dass Gott mir vergeben kann. Und deswegen möchte ich jetzt noch ein Gebet sprechen, meine Freiheit hier auch zur Religion einfach mal nutzen. Ich hoffe, ich störe dann mit niemandem. Und genau, fühlt euch frei mitzubeten, wenn ihr auch an Gott glaubt. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du in uns wohnst und uns mit deiner Liebe erfüllst, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du uns Vergebung schenkst für das, was wir getan haben, wo wir schuldig geworden sind an unseren Mitmenschen. Gott, ich danke dir, dass die Vergebung jetzt da ist, auch für mich, Gott, und dass meine Schuld nicht so groß sein kann, dass du sie nicht wegwischen könntest. Und bitte schenk mir deine Vergebung und bitte segne diese Bewegung, dass sie in Liebe weitergehen kann. Amen. Ja, ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Und
wünsche euch einfach, dass ihr diesen Lebensstil von Vergebung und von Liebe in eurem Leben einfach immer stärker rausarbeiten könnt und merkt, was das für Früchte trägt, wo ihr wieder Beziehungen heilen könnt, wo ihr selbst heil werdet und ja, Frieden bewirken könnt. Dankeschön. Danke, Alex.